Salam alaikum, meine Lieben, und einen schönen guten Tag wünsche ich. Heute zeige ich euch, wie ich dieses Hähnchen-Paprika-Sahne-Gratin zubereite. Ich persönlich liebe das sehr und deswegen möchte ich es heute mit euch teilen. Wir fangen auch gleich damit an, indem wir 500 Gramm Hähnchenbrust dafür verwenden. Ich persönlich handhabe das immer so, dass ich diese Hähnchenbrust, die hier gefroren war, nochmal in der Hälfte durchteile. Zum einen, dass wir dann mehr Stücke erhalten und zum anderen, wenn es dann im Ofen schneller garen wird. Wir werden jetzt jede Hähnchenbrust mit diesem Hähnchengrillgewürz von beiden Seiten bestreuen. Hier haben wir das jetzt schon getan und jetzt werden wir jedes einzelne Teil in der Pfanne bei großer Flamme kurz anbraten von beiden Seiten. Wichtig ist eben, dass die Hähnchenteile von beiden Seiten goldbraun angebraten werden. Das ist für den Geschmack später vorteilhafter, als auch für die Garzeit im Ofen. Dann geht es alles schneller mit dem Garen. So, und nachdem wir beide Seiten goldbraun angebraten haben, geben wir die Hähnchenteile in eine große Auflaufform und werden dann diese gleiche Pfanne benutzen, um die Soße dazu vorzubereiten. Für die Soße nehmen wir eine mittelgroße Zwiebel und hacken sie in grobe Würfel. Müssen nicht besonders klein geschnitten werden. Und geben die in diese gleiche Pfanne jetzt. Braten sie kurz an, etwa 5 Minuten und dann kommt auch schon der Knoblauch hinzu. Wir nehmen hier 6 Zehen, die wir durch die Knoblauchpresse jagen. Und nachdem die Zwiebeln 5 Minuten angebraten wurden, geben wir dann auch schon den Knoblauch hinzu und braten ihn ebenfalls etwa 5 Minuten mit an, bis beides anfängt etwas braun zu werden. Dann wird auch schon der Zeitpunkt gekommen sein, die Gewürze hinzuzugeben. Was die Gewürze betrifft, da werden wir jetzt 2 gehäufte Teelöffel Gemüsebrühe dafür nehmen. Paprika, Tomatengewürz, Pfeffer, Thymian und Basilikum, jeweils 1 Teelöffel etwa. Ja, und die Gewürze braten wir eine Weile lang mit. Und dann kommt auch schon die Sahne hinzu. Ein ganzes Päckchen nehmen wir hier, 200 ml, als auch die gleiche Menge Wasser. Und dann kommt auch noch ein Päckchen Schmand hinzu und auch dieses werden wir mit der gleichen Menge Wasser ausspülen, die auch hinzukommen wird. Dann werden wir noch einen Esslöffel Paprikamark hinzugeben. Das ist alles, was wir jetzt für die Soße benötigen. Wir werden alles nochmal gut mit dem Schneebesen verrühren und alles einmal aufkochen lassen. Und dann ist die Soße auch schon fertig. Wie wir hier sehen, so sieht sie dann aus, jetzt die Soße. Und dann kann sie auch bald schon in die Auflaufform kommen. Vorher werden wir noch die Paprika, also eine große Paprika in kleine Scheiben schneiden. Die kommt jetzt über das Fleisch drüber in die Auflaufform, als auch etwa 3 Frühlingszwiebeln, die wir in kleine Scheiben geschnitten haben und gefroren hatten hier schon, kommt auch dazu. Und dann geben wir auch schon die fertig aufgekochte Soße hinzu. Das war's und dann wird nur noch geraspelter Käse oben drüber gestreut, bevor wir das Ganze dann in den vorgeheizten Ofen geben werden. Und bei Umluft auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius im Ofen etwa 20 Minuten lang backen werden. Länger braucht das Ganze nicht, sobald der Käse dann goldgelb zerlaufen sein wird. Wie hier ist das Ganze auch schon fertig, so sieht es dann aus. Richtig lecker schmeckt diese Soße, die kann man dann zusammen mit Vollkornreis servieren, wie wir das hier jetzt tun. Man könnte sie aber auch mit weißem Reis natürlich oder mit einer anderen Beilage zusammen servieren, mit Kartoffeln zum Beispiel. Ich nehme immer Vollkornreis, weil der eben sehr viel gesünder ist als der weiße Reis. Ja, und so sieht das dann aus. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Ich liebe dieses Gericht. Und ich hoffe, es wird euch genauso gut schmecken und euch auch genauso gut gelingen wie mir. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg beim Nachbacken und freue mich, wenn ihr mich das nächste Mal wieder besuchen kommt und mir einen Daumen hoch geben könntet. Ja, dann liebe Grüße wünsche ich euch und guten Appetit dabei. Inshallah sehen wir uns wieder das nächste Mal. Salam alaikum, eure Mariam.